Strohmauklergemeinde. Herzlich willkommen zu Hell News, Ihrem Nachrichtenformat direkt aus der Hölle. Auch diese Woche stand unter dem Motto, Lügen haben kurze Beine. Komplett daneben, das passt. Der Korinnerhäuptling Leiser Fluss, ich meine Klabauterbach. Auf führender Kopf einer Drückerkolonne. Gestand die schweren Nebenwirkungen ein, die mit dem geilen Bratwurstsaft in Verbindung gebracht wurden. Ich könnte Ihnen jetzt zitieren, aber ich werde aus dem Gestammel selten schlau und gehe von einem Wahrheitsgehalt von minus 1000% aus. Schicksale sind absolut bestürzend, es sind schwerste Einschränkungen und davon wird auch einiges permanent sein, von daher ist das schwierig. Oh. Es muss also hier zu einem schnelleren Anerkennen dieser Verfahren, dieser also Impfschäden kommen. Und wir bekommen ja jetzt auch langsam ein klareres Bild. Verstehe. Die Pharmafirmen werden mit Impfstoffen nicht reich. Die Gewinne sind ja exorbitant gewesen, exorbitante Gewinne. Selbst Prostituierte und Zuchthäusler sind besser. Liebes Volk! Wenn alles, was die Aluhutträger gesagt haben, als wahr erweist und alles, was aus Presse sowie Regierung kommt, als Verschwörungstheorie entpuppt, wann fordern Sie dann endlich die Aluhutpflicht? Also Sie haben schon immer diesen Eindruck erweckt, dass das Thema Nebenwirkungen eigentlich gar kein Thema ist. Na, das ist nicht richtig. Also die Impfung ist nebenwirkungsfrei oder fast nebenwirkungsfrei. Du Sau. Das hat eher was mit Ehrlichkeit zu tun als mit Diskriminierung. Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden. Ja, ich gestehe. Das Leben unter Corinna war sehr ähnlich zum Leben unter unserer Herrschaft. Das ist wie Seelen-Aids, ne, wo man so langsam wegrottet. Ob sich Ihre Demokratie davon erholen kann, ist fraglich. Schließlich gleicht die Corinna-Maßnahmen einem Beatmungsschlauch, den man anstelle mit einem Sauerstoffgerät mit einem Auspuffrohr verbindet. Was glauben Sie denn, wie das hier weitergeht? Ich finde es auch nicht richtig, dass man da immer die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst nehmen muss. Machen Sie sich nichts vor, Ihre Demokratie war bereits vorher in einem vegetativen Zustand. Durch die zahlreichen Kissenerstickungsversuche durch Mutti. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Hier! Und endlich kann man sagen, sie hat es hinter sich. Wahlen sind nichts als ein psychologischer Trick, denn es sind die Ultrareichen, die ihren Willen durchsetzen. Das Wählen täuscht dem Arbeitsvieh lediglich vor, dass es frei sei. Fuck you. Ja, das finde ich prima. Nicht nur von ihrer Regierung werden sie belogen, auch die europäischen Partner erweisen sich als wortbrüchig. So. Aus der großspurig angekündigten Panzerlieferungen an die Ukraine wurde eine verzweifelte Suche nach funktionstüchtigem Kriegsgerät über die gesamte EU. Ha, ist das geil. Genau das richtige Signal an den Russen, dass mit seinen Feinden im Westen nicht zu spaßen ist. So viel dazu. Da trifft es sich doch vortrefflich, dass russische Kampfjets eine amerikanische Drohne über der Küste der Krim zum Absturz brachten. Videomaterial veröffentlicht vom Pentagon. Na, das ist wie eine dünne Frau mit dicken... Da denkt man sich auch gleich, oh, da ist aber was faul. Ne? Diese Aufnahmen sollen zeigen, wie ein russischer Jet einer US-Militärdrohne nahekommt und über ihr Treibstoff ablässt. Das zunächst als geheim eingestufte, etwa 40 Sekunden lange Video wurde vom US-Militär geschnitten, zeigt aber die Ereignisse in der tatsächlichen Reihenfolge, so das US-Verteidigungsministerium. Hier noch die Tatsachen verdrehen wollen. Geht doch.
Mit dem Material will die USA ihre Darstellung untermauern, wonach ein russischer Kampfjet die Drohne zum Absturz ins Schwarze Meer gebracht habe. Moskau hat jede Verantwortung für den Absturz zurückgewiesen und wirft den Amerikanern Provokation vor. Damit erreicht der Konflikt nun endlich die nächste Eskalationsstufe. Ihr wollt das ja. Ihr wollt ja den Krieg bis aufs Blut. Fangen Sie lieber einmal an, das Marschieren zu üben. Bei der Geschwindigkeit der aktuellen Entwicklungen werden Sie die Kerze zum ersten Advent 2023 in einem Unterstand an der russischen Front entzünden. Sehen Sie es positiv, dann sparen Sie schon die horrenden Energiekosten zu Hause. Ein Kommentar hierzu von unserem Experten für alles. Ihr Teufelsanbeter, ihr Untermenschen, ihr Monster. Ihr brecht mich nicht. Kommen wir nun zum Wetter. Für die Hölle erwarten wir unverändert 2 Millionen Grad. Gefühlt sind es aber nur milde 1 Million Grad, da der Teufel mit dem Wohnungsausbau viel frischen Wind reinbringt. Laut dem Teufel sind die Bauprojekte nötig, um den bald dramatisch steigenden Bedarf decken zu können. Dann mach doch deinen Scheiß! Wo bleibt Ihr sklavischer Devotismus gegenüber dem heiligen Algorithmus? Wo ist mein Like? Sofort nachholen! Das ist ein Befehl! Wegtreten! Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt gerne hier, um den Kanal zu abonnieren. Erikas Schwester. Na, ist das wieder feines Mett für euch? Ist das wieder feines Mett für euch?